Ich habe mir gedacht, mir fehlt, glaube ich, noch ein Bild. Wir können gleich nochmal zusammen gucken und mir fehlt noch eine Kassette. Und vielleicht seid ihr meine Glücksbringer und wir werden das heute einfach mal gemeinsam zusammen spielen. Deswegen auch nochmal herzlich willkommen jetzt zu Folge 378 und mal gucken, was heute noch alles passiert. Irgendwelche besonderen Inseln, die wir anfahren oder was auch immer. Achso, hier Leute. 2, 4, 6, 7 Bilder haben wir und wenn Maria sagt, es gibt 8, dann fehlt uns wirklich nur noch ein Bild, ne? Ich bin sehr gespannt. Dann hauen wir einen raus. So, unsere erste kleine Insel. Wir nehmen die Blumen natürlich mit. Und wie gesagt, Mangobäume, wenn es welche gibt. Das ist zum Beispiel ein Mangobaum. Ein Mangobaum. Ich bin im Drei gesprungen, als ich die vier Tickies gefunden habe. Cool. Sehr, sehr gut. Oh, hier ist auch noch ein Baum. So, weiter geht's. Wahrscheinlich oben. Wahrscheinlich oben. Nee. Wo kommt das Signal her? Hä? Doch da drüben. Ist manchmal sehr verwirrend, ne? Nee, von hier kommt's nicht. Was haben wir verloren? Olzen, Früchtekompott. Na gut, ist nicht so wichtig. Ananassamen brauche ich auch nicht mehr. Und Blätter brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Wo kommt das Signal her? Das ist ja jetzt auch wieder tricky, ne? Können wir da rüberspringen? Nee, aber da war es gewesen, ne? Das ist ja jetzt auch wieder eine tricky Geschichte. Aha. Ich sehe nichts. Hier auch nicht. Nein! So. Oh mein Gott. Was kullert hier? Kunststoff brauche ich nicht. Metallerz. So. Wir sind wieder fully loaded. So, unsere 139. große Insel, auf der wir jemals waren. Ich habe ja immer mitgezählt. Viele von euch haben ja auch immer gefragt, woher weiß ich denn das, dass das jetzt die 139. große Insel ist. Wir haben immer mitgezählt. Wir sind zwar auch an vielen großen Inseln vorbeigeschwommen, aber ich zähle die Inseln, die wir bisher betreten haben. Nein, südig. Wir sind südig, Kuschelschlumpf. Ach, krass, Poke. Noch. So, alles klar. Dann, wie gesagt, betreten wir jetzt mal die Insel. Hier ist, glaube ich, doch auch gleich ein Fischi, ne? Oh, ich habe meine Flossen ja gar nicht an. Ich hätte die Flosse noch anziehen können, ne? So. Oh je, der Adler hat mich schon gesehen. Ich musste kurz weiterlaufen. Und dann haben wir die erste Ausgrabung. Scheint aber nichts Besonderes zu sein. Oh, ist wieder ganz viel Schrott drin. Okay, noch geht's. Weiter gucken. Einmal kurz hier rüber.
Und ich hoffe, ich übersehe die ganzen Bäume nicht. Ich will die natürlich mitnehmen, die ganzen Mangobäume, ne? Hier gehen wir gleich mal in die Höhle. Fühlt euch alle mal geherzt und gedrückt von Rainer. Was ist denn jetzt hier los? Hilfe! Was ist los? Hat meine Maus ein... Warte mal kurz. Alles wackelt? Habe ich hier gerade einen Fussel in meiner Maus? Hatte ich wahrscheinlich. Die Maus verselbstständigt sich. Oh, immer noch. Wartet mal. Ich drücke gerade nichts. Was ist mit meiner Maus los? Kurzer Moment. Jetzt muss ich die Mäuse umstöpseln. So, ganz ruhig. Oh, Entschuldigung. Also wie gesagt, ihr könnt euch auch gerne auf meinem Discord-Kanal treffen und euch auch verabreden. Dafür ist es ja da, dass man eventuell auch Spielegemeinschaften schließt, ne? Meinst du jetzt, Hoshi, mit volle Kanne, dass du voll Kopfweh hast, oder was? Boah, Hamo, ich kann's dir gar nicht sagen. In dieses Spiel müsste ich gerade nachgucken, mal auf Steam, wie viele Stunden ich da jetzt schon hatte. Warte, muss meine Maus gemeinsam sehen, was jetzt hier passiert. Batterie mal rausnehmen. Nee, das ist eine Logitech, die hat keine Batterie. Die muss ich immer am Computer laden. So, wie gesagt, hier sind wir jetzt fertig. Das sah ja jetzt echt komisch aus. Dann gehen wir erstmal nach hier hinten. Ja, da muss ein Fussel reingekommen sein, ne? So richtig doof. So richtig doof. Wie gesagt, ich muss mir mal so ein Mauspad kaufen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Oh nein. Ich glaube, die Schaufel hält nicht, ne? Ich glaube, die Schaufel hält nicht. Da hinten ist noch ein Schwein. Das holen wir uns. Ja, ich denke auch, McKinski. Jetzt machen wir wieder einen auf Super Mario. Immer hier schön hüpfen. Pieks. Pieks. Ich habe einen glatten Tisch, aber der hat halt doch so eine, so ein bisschen Fläche, ne? Oder Rau-Geschichte. Nochmal kurz sauber gemacht. So, und unser letzter Punkt, unsere letzte Ausgrabung ist anscheinend auch noch hier. Nee. Zwei. Drei. Vielleicht da oben, hä? Huh? Drei. Nee, hier. Hier. Ein Koffer. Und es hat noch geklappt. Und es ist drin. Titanerz. Wie viel Platz habe ich noch? Alles klar. Wir können noch nach oben laufen. Dann haben wir schon alle Ausgrabungen fertig. Und jetzt laufen wir nur noch nach oben. Wenn oben ein Schwein ist, wird gekillt. Dann nehmen wir uns oben noch die Kisten mit. Und das andere Gezeugse. Hier sind auch noch ein paar Mangobäume.
kriegst einen Piekser ab. Ha! Eine schwarze Ziege. So, hier sind Bären, aber ich sehe kein Schwein. Ah, ich war zu langsam. Ich weiß. So, und dann hacken wir noch die Mangobäume. Voll in den Bobbes. So muss das sein. Das ist Akupunktur, Dusty. Das glaube ich dir, Harmo. Die alten Mäuse, die waren auch nicht gut. Da hast du einfach mal die Kugel rausgenommen und gut ist, ne? Aber ich wusste gar nicht, dass es das noch zu kaufen gibt. Ich bin jetzt nur froh gewesen, endlich eine Maus gefunden zu haben. Also ich habe ja hier zwei Mäuse. Und ich bin froh, dass ich eine Maus gefunden habe, die sehr leise klickt. Das wollte ich. Und wenig Batterie verbraucht. Ich muss die wirklich, boah, keine Ahnung, in einem Jahr vielleicht einmal wechseln, vielleicht in anderthalb Jahren, weiß ich gar nicht. Und ja, dann habe ich mir halt noch eine gekauft, die du halt wieder aufladen kannst am Computer, was natürlich auch mega ist, ne? Anstatt die Batterien allzu verbrauchen. Ja. Ach, eine kabelgebundene. Ich habe kugelgebunden gelesen. Sorry, Harmo. Mit LED. Nee, ich kann leider kein Kabel hier. Noch mit der Maus. Das ist alles ohne, was ich hier habe. So. Dann haben wir die 139. Insel abgelootet. War zwar loot-technisch nichts Besonderes. Das kann ich alles wegschmeißen. Aber ist ja nicht schlimm. Oder? Ich meine, klar, die schwarze Ziege könnte man mitnehmen. Muss man aber nicht. Das sieht auch irgendwie cool aus, ne? Diese Farbkombi. Ich müsste mich echt mal entscheiden. Hier, das Rot gefällt mir auch sehr gut. Ah! Ich bin auch auf die Farben gespannt. So, was haben wir denn noch? Ja, im Grunde könnten wir weiter segeln, ne? Und in der Zeit können wir uns wegsortieren. Das war zwar eine 139. Insel, achso, habe ich schon oben, aber war jetzt für uns nichts so Besonderes. Klar, es waren drei Ausgrabungen. Und wir haben ein kleines bisschen Titanerz, aber es war halt leider kein Bild dabei und keine Kassette. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Wir denken ja positiv. So, und jetzt bloß nicht an die Insel stoßen. Nee, tun wir nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut.